wäre cool, wenn die so einen Dreifach-Powerpunkt hätten. Wow! Wo dann noch quasi das Rennen mit bei wäre. Das wäre cool. Auf jeden Fall, wir sammeln hier erstmal alles ein und dann müssen wir einmal noch nach vorne laufen. Schnell. Denn... Ah, schade. Da ist ja auch noch... Mhm. Ein so ein komisches... noch so ein großer Edelstein-Kristall-Dings gewesen. Den wir auch noch kaputt schießen müssen, da wo ich gesagt habe, wo ich zuerst nicht wusste, wie wir da drankommen, mir das dann aber doch eingefallen ist. Das Schöne ist, der hält ziemlich lange an, merke ich gerade. Das wird auch nicht so ganz das Problem werden. Das Blöde ist halt nur, dass die Aufzüge so total langsam sind. So, ich glaube, das war's hier schon. Gucken wir uns nochmal einen neuen. Oder wir machen erstmal einen auf den. Ach, da liegen noch welche. Wie hab ich den übersehen? Was ist da oben noch was? Okay, das sieht jetzt sehr danach aus, nach dem Ding. Hoffentlich. Gut, dann... Ab geht die Post. Müssen wir uns beeilen. Ich glaube, das geht auch ohne Fahrtaufzüge. Ja, locker. Mach ich mir überhaupt so einen Stress hier? Komm schon. So, yay! Wunderbärchen. Guck mal hier hoch. Ne, hier ist Ende. Schade. Okay, wir nehmen aber auch wieder den richtigen Ausgang. Scheiße. Ich hab gedacht, wir können da nur hoch. Hätte ich mir nicht so viel Zeit gelassen, hätte man das auch noch geschafft. Aber es ist ja nicht so viel Umweg. Ja. Ging echt fixes Level, also ich schätze mal 15 Minuten haben wir jetzt ungefähr, ja 15, ein bisschen mehr haben wir dafür gebraucht. Das ging echt schnell. So, dann gehen wir jetzt in mein Lieblingslevel. Oh, Sumpf, Sumpf, Zaubersumpf, genau. Und wenn wir das fertig haben, dann können wir gegen Ripto ankämpfen und danach können wir ins Weiß noch nicht mal, wie das heißt, wo wir überhaupt hinwollen. Drachen. Drachen. Strand. Ich weiß es nicht. Wir reden erstmal mit dir.
Nichts ist mehr, wie es war, seit unser Zauberbrunnen aus ist. Es würde echt helfen, wenn du herausfinden könntest, was hinter diesem Desaster steckt. Ich mag, dass wieder redet. So. Hier weiß ich schon auf jeden Fall, dass wir abwarten müssen, bis sie geschlissen haben. Sonst ging mir da immer ein übergebraten und das wollen wir ja nicht. Hallo. Wow! Ich möchte gerne noch dich kaputt machen. So. Jetzt möchte ich mich hier erst nochmal umgucken. So. Genau so möchte ich das machen. was haben wir hier? Ein Fröschchen! Kommt mir gerade rechtzeitig. War nicht so groß die Ausbeute. Aber nun gut. Dann machen wir mal weiter hier. Oh, Ryan, ja. Ich habe mich immer gefragt, was diese komischen Dinger hier sind. Entweder sind das irgendwelche Korken, die den Boden verstopfen, oder es sind Geldstücke. Das kann natürlich auch sein, aber die sind so symmetrisch hier drin angeordnet, deswegen... Ach, keine Ahnung. Ich mag die Geräusche von denen. Von denen hier. Well. Ich mag das Level einfach. Ich weiß nicht warum. Ich finde es voll toll. Besonders die Aufgaben hier drin, die finde ich cool. Well. Gut. Es war klar, dass wir da eingeschossen. Geschossen, ja. Elektrisch eine gescheuert bekommen. Oh. So. Da ist noch ein Edelsteinchen. Das sieht doch schon mal ganz jod aus. Hä? Anscheinend hat er den anderen da kaputt gemacht. Das ist schön. Hier ist noch einer. Wie viele haben wir? 20? 17. Das dauert nicht mehr so lang. Fliegen wir erstmal hier hinten hin. Nur Edelsteine einsammeln. Mit dem Professor reden wir später. Obwohl, wir können eigentlich jetzt schon mit dem reden. Ja, komm, wir reden jetzt schon mal mit dem. Ah, Spyro! Ich bin so froh, dass du hier bist. Ohne meinen zuverlässigen Bleistift kann ich nichts tun. Ich habe ihn wohl verloren. Ich habe dieses Extra-Ei. Vielleicht tauschst du es gegen meinen Bleistift? Ei aufheben und tauschen. Das beschreibt es sehr gut. So, und zwar geht es jetzt darum, Sachen zu tauschen. Wer hätte es gedacht? Ja, und zwar, wo könnte man so ein Ei hintun? Wenn wir schon ein bisschen herumgegangen wären, dann wüssten wir es. Aber dem ist noch nicht so. Aber wir hören ja die ganze Zeit irgendwie so ein Vieh rumschreien. Das heißt, es
könnte ein Vogel sein. Dem könnten wir dieses Ei in seinen Dingsbums reinstecken. Das war gerade sehr gut gesagt von mir. Wie nennt man das denn, Horst? Halt in sein Nest. Bei wem ist denn Horst? Das heißt auch, bei irgendeinem Tier heißt das Ding Horst. Horst! Der Entchen! Ja, die brauchen wir, müssen wir auf jeden Fall auch verpflegen. Gut, dann würde ich sagen, ich glaube, hier unten haben wir alles so gut wie möglich aufgeräumt. Dann können wir mal nach oben gehen. Ob hier man was sieht, aber... Na? Ich sehe nichts. Das Blöde ist halt, dass wir jetzt das Ei im Mund haben. Das sieht man noch ganz gut aus. Weil wir können jetzt kein Feuer spucken, das ist das Blöde. Schön, dass du gewartet hast. Ist nur einer rumgelaufen. Da läuft der zweite. So. Moment. Obwohl. Nehmen wir mal erst das hier unten. Also was ist das hier unten? Ich wollte das eigentlich gar nicht aufheben. Ich hoffe mal, das Ei bleibt da liegen, wo es ist. Da oben ist das, wo wir das hin tun müssen. Wow! Okay. Nein, 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 nein! Dies war knapp! ja, wir gehen hier erstmal weiter, würde ich sagen. Ich hoffe mal, ich habe jetzt hier alles mitgenommen. Es wäre blöd, wenn nicht. Das war doof von mir. Wir hätten doch da oben lang gemusst. Aber wir haben jetzt hier so einen Sprung-Dingsi. Hier kommen wir nämlich ganz einfach wieder hier hoch, hoch. Ja, ganz einfach. Ach, meine Nase juckt. So. Hat der olle Professor das Ei geklaut? Ich hab das gefunden. Ja, ja. So. Weiter geht's. Ja. Vorne ist noch so ein Blumentopf, den brauchen wir nämlich auch noch dafür, für die Aufgabe. Ich mag die Aufgabe irgendwie, ich finde die voll toll. Wir hätten viel öfter sowas hier einbauen müssen. Hier muss ich aufpassen, hier sind nämlich auch wieder diese aufblasbaren Dinger, schwimmen hier rum. Ganz viele. Okay, eine hätten wir schon mal beseitigt. Oh, das war knapp. Sehr schön. Gut, dann machen wir das jetzt hier kaputt. Konnten wir hier überhaupt so weiter? Ne, das war dann hier Ende. Ja gut, dann müssen wir hier unten lang. Hallo. Okay, jetzt sind das hier so ein bisschen tunnelmäßiges Zeugs. Kamera. Ja, hier müssen wir auch aufpassen, denn hier sind auch wieder diese Viecher.